Hans-Georg Maaßen, kommen wir nochmal zurück hier auf Berlin, auf die Landesebene. Die polizeiliche Kriminalstatistik für 2023 hat hier wieder einen deutlichen Anstieg im Verhältnis zu dem Jahr davor von Gewalttaten aufgezeigt, um nur einige zu nennen. Anstieg der Jugendgruppengewalt plus von 13% auf insgesamt 535.000 Straftaten. Die Gewalt in Flüchtlingsunterkünften stieg an, ein Plus um sage und schreibe 50%. Und es gab auch, Sie haben es ja vorhin schon mal angesprochen, es gab auch mehr Messerattacken, wieder mehr Messerattacken. Ein Anstieg um 10% immer im Vergleich zu dem Jahr davor. Was muss eigentlich noch alles geschehen und was muss vor allem geschehen? Was muss aus Ihrer Sicht Politik jetzt machen und leisten? Wissen Sie, die bisherigen Reaktionen der Politik waren entweder das kleinzureden, indem man sagte, vergleicht es doch mal mit anderen Ländern, oder die Themen gar nicht erst anzusprechen, oder wenn man sie ansprechen musste, weil die Zahlen so stark gestiegen sind, wie es jetzt hier auch der Fall ist, dann sagt man, wir brauchen hier ein neues Konzept oder wir brauchen mehr Geld und mehr Personal oder wir brauchen mehr Repression, Stichwort Verbot von Messern in bestimmten Situationen oder an bestimmten Orten. Das zentrale Problem wird nicht angesprochen. Auch das ist der rosa Elefant, weil kein Politiker dies ansprechen will, weil das nämlich mit ihm nach Hause geht und er dafür verantwortlich ist. Wie kann es denn sein, dass wir hier so viele Attacken mit Messern haben? Wie kann es denn sein, dass es hier so viele Gruppenvergewaltigungen gibt? Wer ist dafür verantwortlich? Wie kann das denn kommen? Und darüber darf nicht diskutiert werden, weil das ein Tabuthema berührt, nämlich die Politik dieser Bundesregierung, die Politik auch der Landesregierung, dass Straftäter nicht aus der Strafhaft abgeschoben werden in ihre Heimatländer, sondern dass die Strafhaft verkürzt wird oder sofort Bewährung gegeben wird, dass die Menschen auch im Falle der Ausweisung, der vollziehbaren Ausreisepflicht hier bleiben. Diese Themen werden nicht gestellt. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn die Probleme nicht angesprochen werden, dann kann man die Probleme auch nicht lösen. Und das, was hier als Lösung angeboten wird, mehr Personal, mehr Geld, das sind eigentlich nur Scheinlösungen.